Eine Pressekonferenz mit viel Schwung ist doch das Thema Musik und Wohlfühlen in der Stadt. Zusammen mit der Music Night am 8. November wird den Gästen vom 7. bis 9. November bei den Red Carpet Days nicht nur sprichwörtlich der rote Teppich ausgerollt. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen für die Region und für die Stadt Bruck? Wirklich sehr wichtig für die Stadt Bruck. Die Red Carpet Days in Verbindung mit der Music Night sind Veranstaltungen, die eben den Handel und die Gastronomie gemeinsam abdecken, die zeigen, was wir haben. Es herrscht eine Aufbruchstimmung in Bruck. Das haben viele aber noch nicht so mitbekommen. Es wird immer noch gejammert und wir wollen jetzt wirklich zeigen, was in der Stadt los ist. Es gibt ganz, ganz tolle Geschäfte, von den kleinen Privaten bis zu den Filialisten, die beide sehr wichtig sind für die Stadt. Und viele Lokale, es sind jetzt 22, die mit 22 Bands bei der Music Night mitmachen. Und da wollen wir zeigen, was unsere Stadt wirklich kann und hat. Wir vom Tourismusverband organisieren die Red Carpet Days und die Music Night zweimal im Jahr. Einmal, wie gesagt, Anfang November, was jetzt eben stattfindet, und einmal im Anfang Mai vor Muttertag. Also wir wollen immer, dass das eben gleichmäßig jedes Jahr dann abläuft. Wir sind jetzt da schon fast ein halbes Jahr an der ganzen Organisation eben dran. Wir haben bei der Music Night heuer erstmalig 22 Lokale mit 22 Bands. Das ist, glaube ich, einmalig in der Steiermark. Wir werden einen Elektrobus haben, der von Lokal zu Lokal fährt, alle 25 Minuten wird der Bus eben in einem anderen Lokal halten. Bei den Red Carpet Days sind über 50 Shops dabei mit Angeboten, Aktionen, Schnäppchen, Präsentation der neuesten Waren. Es gibt dann zusätzlich zu den an diesen drei Tagen von 7. bis 9. November gibt es eben das Gratisparken in der Abcoa-Garage, und wir legen über 2 Kilometer roten Teppich für unsere Kunden aus, und wir freuen uns natürlich über jeden Gast und jeden Kunden, der nach uns nach Bruck an der Mur kommt. Welche Arbeiten kommen auf die Gemeinden dazu? Bei uns liegt vor allem die Werbung, dass wir da unterstützen, die Pressekonferenz heute, aber auch das Material und an unserer Marke weiterzuarbeiten, an der angesagten Vielfalt. Die Organisation der Veranstaltungen selber liegt aber eben bei den einzelnen Lokalen und Geschäften in Verbindung mit dem Tourismusverband, mit dem wir gut zusammenarbeiten, der das ganz toll organisiert. Die Wirtschaft ist begeistert von diesen Veranstaltungen, macht auch mit? Natürlich ist die Wirtschaft begeistert, der Handel ist begeistert, weil endlich was passiert in Bruck. Der rote Teppich ist ein Merkmal, das bei uns nur in Bruck vorkommt. Keiner anderer hat so einen roten Teppich mit 2 Kilometer, und da freuen wir uns natürlich, dass die Kunden nach Bruck kommen. Und wenn man jetzt einen roten Teppich für die Kunden auslegt, merkt man keine Resonanz von der Seite der Kunden? Ja, natürlich, die freuen sich schon drauf. Also wir haben im Sommer schon Nachfragen gehabt, wann passiert wieder oder wann ist wieder der Red Carpet Day, wann habt ihr wieder diesen tollen roten Teppich? Also nämlich über die nicht nur Stadtgrenzen, sondern auch teilweise Landesgrenzen hinaus ist dieser Red Carpet Day jetzt schon bekannt, und das wollen wir natürlich in Zukunft noch mehr forcieren, dass noch mehr Gäste und Kunden nach Bruck kommen. Eine Reihe von Veranstaltungen gibt es auch im Herbst in Bruck wieder. Wie schaut es von Ihrer Seite aus mit solchen Veranstaltungen? Wie wichtig sind die für die Wirtschaft und für die Stadt Bruck? Ja, ich bin natürlich für solche Veranstaltungen. Alles, was wir in Bruck machen, kommt zugute den Leuten. Und wir schauen nicht in die Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft, und alles, was wir machen, machen wir für morgen. Mit dem roten Teppich möchte die Stadt Bruck ihren Gästen zeigen, dass jeder, der die Stadt besucht, eine gern gesehene Persönlichkeit ist.